Lifetime in repeat. Servus und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Black Squad, zurück zu einer neuen Folge. Heute auch direkt mit einem neuen Modus, und zwar den PvE-Modus, also mit anderen Worten, wir spielen hier gegen die KI. Dieser Modus ist ja mit dem letzten Update vor ein paar Tagen, zwei, drei Tagen glaube ich, erschienen. Für euch eigentlich, ja, für euch. Für mich ist es heute, das Update ist für mich persönlich heute rausgekommen, aber ich nehme ja die Folgen im Voraus auf, deswegen ist das für mich jetzt etwas schwer zu sagen, wann das Update jetzt rauskam für euch. Aber auf jeden Fall kurze Erklärung zum Update. Nein, nicht zum Update, sondern hier zum Modus. Und zwar, was muss man in diesem Modus machen? Im Grunde muss man in diesem Modus ein paar Wellen überleben. Die Anzahl, die man überleben muss, sieht man oben. Und ja, man muss dafür sorgen, dass vor allem dieses hübsche Gerät da, dieses hier, dass dieses hübsche Gerät hier diese Wellen überlebt. Oben seht ihr ja auch, habe ich ja schon gesagt, sieht man auch die Lebensanzeige von dem Gerät. Da sieht man auch, wie viele Wellen man machen muss. Und vor allem aber auch, ganz nett, man sieht, wie viele Gegner man noch besiegen muss, damit man überhaupt in die nächste Welle reinkommt. So. Ich scheine nur von da zu kommen. Es gibt auch verschiedene Schwierigkeitsgrade und so weiter. Man kann, glaube ich, auch die Wellen einstellen, also wie viele Wellen es noch geben soll. Da bin ich mir jetzt aber nicht so sicher. An sich, man muss aber auch sagen, die Wellen sind nicht random. Also die Wellen sind alle vorgefertigt. Also jede Welle, so wie sie ist, wiederholt sich immer, wenn man das mehrmals macht. Deswegen. Und dementsprechend kann man auch lernen im Grunde, was einen in West für Wellen erwartet. So, da oben kommt ein Kamikaze-Kämpfer hoch, der erlebt aber auch nicht lange. So, man hat hier auch im Grunde diese Klassen, wie man hier schon sieht. Ich bin jetzt hier gerade, glaube ich, ein Angreifer. Und, ja, das kennt man ja schon alles aus einem anderen Modi. Da gibt es das ja auch schon alles mit den unterschiedlichen Klassen und so weiter. Ich muss mir mal kurz neue Munition holen. So. Was ich auch sehr schön finde, ist hier, was auch sehr schön, also diese Namen hier in dem Spiel finde ich auch sehr gut. Nämlich unter anderem gibt es hier einen Gegner namens Big Mac. Sehr kreativer Name. Kann man ja anders sagen. So, oder auch Stan. Einfach Stan hinschreiben. Fertig, das reicht vollkommen. So. Alter, die kommen schon wieder von dort oben runter gesegelt. So, ich bin mir gerade gar nicht erst sicher, ob das ein Gegner ist. Oder war. Da kommen schon wieder die nächsten runter. Ah, das Ding hat nur noch 99 Leben. So, dann gehen wir jetzt auch schon in die nächste Welle. Ich habe persönlich auch schon ein paar Runden gespielt. Ich kam aber nie bis über Welle 8, weil Welle 8 ist eine ziemlich ätzende Welle, muss man sagen. So. Und ja, ich weiß, es ist wirklich peinlich, wenn man auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad nicht gewinnt, sondern ab einer bestimmten Welle dann immer verliert. So, jetzt kommen hier auch schon diese Raketenfreunde. So. Kommen noch 17 Gegner und dann ist das hier gewesen. So. Okay. Wenn man übrigens stirbt, dann kann man erst wieder in der nächsten Wave wiederkommen. Ich kann es vergessen zu sagen. Außer halt eben, man hat noch da diese zwei Respawns. Dann spawnt man im Grunde sofort wieder. Level 4 Verteidigung erfolgreich. Ja, schön. So. Das Ding ist jetzt schon angeditscht. Das ist ja schlimm. Ich habe hier keine Muni mehr. So. Müssen wir kurz ändern.
So, was kriegen wir denn hier noch so raus? Noch ein bisschen. Ah, okay. So. Wie viele Bomber wollen denn noch kommen? Ah ja, genau. Und dann kommt hier auch noch der nette Juggernaut. Den kennen ja alle und den lieben auch alle. Und ich werde als Zielscheibe benutzt. Ist ja toll. Später kommt dann auch noch ein Helikopter. Schön. So. So, wir haben ja noch Munition. Und wir können uns das Health Kit holen. Das gefällt mir auf jeden Fall. Wir das benutzen können jetzt. Weil Leben werden nicht regeneriert. Und das ist so eine Sache, die ist nicht sonderlich schön. Toll. Können wir jetzt bitte wieder aufstehen? Danke. Weiß, es bringt unglaublich viel, mit einer Pistole auf einen Helikopter zu ballern. Oh, da kommen gleich schon wieder die nächsten Gegner. Yay, so viel Spaß. War gut, dass ich hier schon mal das MG aufgestellt habe. Hi. So. Jetzt werde ich schon wieder als Zielscheibe benutzt. Was haben die denn? Das war mein Maschinenabwehrturm. Okay. So, jetzt kommt Welle 7 und danach kommt die Welle, wo ich bis jetzt immer gescheitert bin. Was? Eis denn? So. 114 Leute. Oh ja, die kommen ja jetzt von hier. Aber auch mal. Okay. Ich habe keine Munition mehr. Schade, dass ich keine Punkte dafür bekomme, wenn mein Geschützturm die Gegner erledigt. Würde ich eigentlich sehr begrüßen. So. Dann könnte ich eigentlich so dermaßen viele Punkte produzieren, da musste ich mir keine Sorgen mehr um die machen. Und der Geschützturm zerlegt sich jetzt auch selber. So. Da werde ich ja wieder befördert. Mein neuer Monatsgehalt ist nun 8,50 Euro. Darüber reden, dass hier dass wir noch 50 Leute hier vor uns haben und unsere Maschine geht sogar tatsächlich noch relativ gut. Beim letzten Mal sind wir nämlich bei Welle 8 mit gerade mal nur, ich glaube, 13% Leben oder so reingegangen und das war natürlich jetzt nicht so viel. Hi. Hi, Nick. Wir brauchen wieder neue Munition. Auch wieder schön. Nur 27 Gegner kommen. Da hinten rennen schon die nächsten entlang. Die können wir uns ehrlich gesagt dann auch schon direkt kümmern. So, jetzt können wir auch das Medikit benutzen. Und das will ich auch benutzen. Okay, und jetzt kommt die ganz schlimme Welle. Jetzt kommt die entsetzliche Welle. Kommen nämlich ganz viele Raketen-Einis.
24. Schade, dass man das Teil nicht reparieren kann. Das würde ich eigentlich sehr begrüßen, wenn man das könnte. Schießen ist verboten. Vor allem auf mich schießen ist verboten. Okay, wie viel haben wir noch? 22%. Und wir haben zum ersten Mal tatsächlich Welle 8 geschafft. Okay. Ich habe jetzt keine Ahnung, was jetzt auf uns zukommt. Dementsprechend. Naja, lass ich mich überraschen. Da kommen wieder ganz viele. Von oben. Und ein neuer Juggernaut. Ja, toll. Einer wäre ja nicht nervig genug. So, Kollege. Komm mal her. Wie viele leben denn noch? Nur zwei. Oh, und da kommen schon wieder neue. Was soll denn der Mist? Ich wollte jetzt eigentlich eine Handgranate schmeißen. Okay. Naja, immerhin, ich kam jetzt eine Welle weiter als das letzte Mal. Das klingt extrem traurig, ich weiß. Und damit würde ich auch schon sagen, ciao bis zur nächsten Folge, auf Wiedersehen.